Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Domekeeper. Eigentlich sollte dieses hier nur ein Angezockt werden. Dann habe ich ein bisschen was aufgenommen, mitten im Livestream für euch ein weiteres Angezockt von dieser kleinen Indie-Perle. Und habe gemerkt, nee, ich muss euch mehr davon zeigen, denn das Spiel ist einfach fantastisch und wirklich sehr, sehr schön. Domekeeper erscheint am 27. September auf Steam. Der Entwickler ist Bibbenbits, das ist ein Entwicklerpärchen aus Dresden, die haben das Spiel entwickelt. Und Raw Fury ist hier der Publisher, die haben auch den Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Das Spiel wird bei Release 17,99 € kosten, beziehungsweise soll es einen 10% Rabatt geben, dann liegt das irgendwie um die 16 Euro. Es ist ein kleines, feines Pixel-Art-Spiel, wie man es nur, also vom Besten einfach. Ich finde es einfach fantastisch. Es hat ein sehr schönes Artwork, das ganze Spiel ist in so ein schwarz-lila-orange gehalten. Und wir müssen eine Kuppel verteidigen, der Domekeeper. Ihr seht es auch, wir sind in einer kleinen Kuppel. Es kommen Feinde an, die wir abwehren müssen. Und um diese Kuppel auszubauen, müssen wir Ressourcen abbauen. Klingt einfach, ist sehr komplex. Es ist ein Roguelite-Spiel, also während des Spiels können wir uns Sachen freischalten, die wir in der nächsten Runde wieder weiter nutzen können. Ich habe jetzt gerade mal das Spiel komplett zurückgesetzt, damit ihr seht, oder das Spiel von Anfang an seht und nichts verpasst. Wir können uns zum Start des Spiels für verschiedene Dinge entscheiden. Also wir können die Kuppel auswählen, da können wir später noch eine andere Schwertkuppel freischalten. Wir können unseren Protagonisten, der hier rumschwebt, freischalten. Haben wir am Anfang nur der Techniker. Genauso die Werkzeuge, haben wir das Schild und es gibt noch verschiedene andere Dinge. Wir können Reliktjagd einstellen. Wir können in der Tiefe jetzt Relikte finden oder ansehen. Ich weiß nicht, was es ist. Soweit habe ich nicht gespielt. Wir starten ein neues Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad normal, denn das Spiel ist schon schwer genug. Und hier landen wir auf einem fremden Planeten mit unserer kleinen glühenden Kuppel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden. Es werden so viele Folgen, bis ich zum ersten Mal sterbe, würde ich sagen. Da haben wir einen der Ureinwohner, nenne ich es mal, hier gerade erschlagen mit unserer Kuppel. Und das ist hier unser kleiner Astronaut. Und wir werden hier im Strip-Mining-Verfahren, also entsprechend hier nach links und rechts, werden wir das Ganze hier freischalten. Hier haben wir unsere ersten Ressourcen. Die können wir anheften an den kleinen Astronauten und hier oben schreddern lassen. Somit werden die Ressourcen benutzbar für uns. So, hier geht es nicht weiter. Immer wenn wir hier am Rand keine Steine mehr sehen, also diese Struktur sozusagen, dann geht es auch nicht weiter. So, das ist alles. Dann werden wir uns mal hier ein bisschen ausbreiten. Und ich sehe, rechts sehe ich schon wieder Ressourcen drin. Da sind unsere ersten wichtigen Ressourcen. Das ist unser erstes Kobalt. Ich glaube, drei Stück können wir am Anfang, naja, mehr schlecht als recht transportieren. Unten links seht ihr hier die kleine Space Invaders Figur, die wird anfangen zu blinken, sobald uns Feinde angreifen. Und ihr seht die Integrität der Kuppel. Es regnet, ein typisches Hirnschutz-Let's Play. Da muss es natürlich regnen. Und da unten links daneben, was aussieht wie so eine Rakete mit so einem Feuerstrahl, das ist praktisch die Integrität der Kuppel bzw. das Schutzschild der Kuppel. Ja, da kommen die ersten Feinde. Unten rechts wird es auch erklärt, wir müssen uns an den kleinen Computer setzen, in den Kampfmodus schalten. Ich spiele es mit dem Controller, wie ihr seht. Aktivieren den Laser. Einschlag. Habt ihr gesehen, unten links das Schutzschild hat drei Schläge ausgehalten insgesamt. Zwei sind angekommen. Und unsere Kuppel hat sozusagen keinen Schaden erlitten. So, jetzt können wir die nächsten Ressourcen aus dem Boden holen. Hier geht es nicht mehr weiter. Ne, genau, das Ende. Dann buddeln wir uns in der Mitte nach unten. Und wer Minecraft gespielt hat, weiß, wie man hier am besten den Boden aushebt. Im Abstand von zwei, somit sehen wir an den Kanten immer, ob irgendwas Wichtiges da drin liegt. So, drei Stück können wir transportieren, dann können wir auch mal unsere erste Verbesserung aktivieren, damit das hier... Komm, flieg, mein Kleiner! ...nicht so zäh wird. So, wir verbessern. Wir haben hier verschiedene Kategorien der Verbesserung. Wir haben einmal die Kuppel, dann haben wir ein Radar für Feinde. Wir können die Lebensanzeige der Kuppel einschalten, ist auch gar nicht mal so schlecht. Und wir haben hier unseren kleinen Astronauten, den können wir verbessern im Bohrer, in der Geschwindigkeit, wie wir uns bewegen.
oder in der Tragekapazität. Also ist schon mal nicht so schlecht. Dann haben wir hier unten noch unsere Geschütz auf der Kuppel. Das können wir verbessern im Schaden, in der Drehgeschwindigkeit oder so eine kleine Zielhilfe. Und dann haben wir zum guten Schluss nochmal das Schild der Kuppel. Das können wir hier verbessern, zum Beispiel, das ist so ein Elektroschock, den können wir dann entsprechend auslösen oder insgesamt das Schild verstärken. Für den Anfang entscheide ich mich jetzt hier mal für den Bohrer und die Geschwindigkeit. Und dann sind unsere Kobaltressourcen schon wieder aufgebraucht. Und wir fangen hier mal an, weiter abzubauen. Ich baue jetzt hier mal bis zur Seite ab. Und hier auch so Querverbindungen, damit wir im Fall des Falles schnell nach oben können. Ah, shit. Lass das Zeug los, wir müssen schnell nach oben. Nach oben, nicht anecken. Nach oben, zieh, Junge. Kampf. Schwenken, 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 Schuss. Hör auf, mal ein Ding hier reinzuschlagen, jetzt kriegt schon Risse. Wow. Okay, wir müssen definitiv den Laser verbessern. Können wir das schon? Warte mal, wir können mal gucken. Ne, wir haben ja keine gelben. Das Kobalt ist wirklich so das Grundmaterial, was wir brauchen. Deswegen holen wir jetzt mal die Brocken nach oben, um die ersten Verbesserungen für den Laser einzuschalten. Sonst dauert das sehr, sehr lange. So. So, 3 Stück ist kein Problem. So, können wir den Laser schon verbessern? Wo ist er nochmal, der Laser? Da ist der Laser. 6 Stück. Ja. Kriegt der mehr Schaden? Dann ist das auf jeden Fall ein bisschen entspannter. So, hier ist nichts drin. Okay. Dann gehen wir nach rechts. Okay, da ist nochmal Wasser. Okay. Ach Mann! Los! Nach oben! Bitte, 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 bitte. Nein, nicht mich beschießen! Ihr glaubt, ihr spinnt doch. Warte mal, jetzt geht er nach rechts. Die tarnen sich immer noch in einer gewissen Zeit. Aber gehen relativ schnell kaputt. Das heißt, die sollte man zuerst abschießen. Diese Fliegedinger. Jetzt die Zeit. Nutzen. Und die bringen wir schon mal nach oben. Oh. Warte mal, da. So, da sind wir richtig. Unser erstes Artefakt. Komm her, du kleiner Brocken. Der ist wichtig, der gibt uns halt gewisse Extras, die wir zum Beispiel auch nach der Runde, wenn wir kaputt sind, weiterverwenden können. Wir haben einen Kondensator, der erzeugt uns Wasser, einen Ressourcenumwandler oder nach Kobalt. Ich nehme den... Nehme den Wasser. Der erzeugt uns auf Zeit, da unten Wasser drin. Was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, weil ich das hier alles habe. Das war ein bisschen blöd, ich hätte auch den Umwandler nehmen können. Egal. So, hier ist nichts mehr drin, ne? Sonst würden wir es an der Kante sehen. Ja. Ach Mann, ich bin doch gerade erst fertig geworden. Ist denn das euer Ernst? Kampf. So, wir brauchen von diesem Pink, dann können wir nämlich unsere Kuppel reparieren. Holen wir uns gerade mal. Wo war denn das hier unten beim Artefakt? Oh, sogar 2 Stück. Das ist ja sehr nett. Die Dinger sind relativ selten. Aber... So. Jetzt hätte ich gerne erst einmal das Leben, damit ich das sehe.
Nee, das Reparieren lohnt sich nicht. Ihr seht unten links, das ist die Lebensanzeige, das ist die maximale Energie. Das lohnt sich noch nicht, das zu reparieren. Da fehlt nur gerade mal ein Fitzel. Dafür verschwende ich die Reparaturdinger nicht. Wasser nehmen wir mit nach oben, dann haben wir das hier auch raus. Das sieht gut aus. Mal gucken, mit drei Fliegen. Tragekapazität haben wir noch nicht erhöht, ne? Okay, wir müssen nach links rüber. Vielleicht sollten wir das mal machen, damit wir... Greifen die gerade an? Unten links ist orange, die greifen an, ne? Nee, die greifen nicht an. Doch, die greifen an. Ich dachte gerade schon, die Anzeige kennst du doch. Ey, 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 Junge, hör auf. Ich bratzel dir ins Gesicht. Okay, wir holen jetzt erstmal den anderen Kram, dann haben wir die Chance, das Ermitteln zu verbessern. Nee, das ist zu viel. Mit dreien langt's. Okay, wir werden jetzt definitiv die Tragekapazität erhöhen, sonst ist das immer ziemlich lästig, nur drei Sachen einigermaßen schnell hier zu transportieren. Wo ist Tragen? Hier ist Tragen, ne? Okay, was haben wir noch? Wir bräuchten noch vier, dann könnten wir den Bohrer verbessern. 12 für den Laser. Wir könnten die Kuppel, den Kuppelschutz... Oh, warte mal, das ist gut. Elektroschock. Das Ding werden wir machen, weil das Ding hilft uns... Warte mal, einmal reparieren, oder? Wir machen einmal reparieren. Das hilft uns definitiv, die Feinde abzuhalten. So, jetzt die Kuppel wieder ganz. Elektroschock hilft uns so, den letzten Fitzel noch gleich zu schaffen, wenn der Gegner da an der Kuppel steht und wir zum Beispiel erst die Fliegeviecher wegballern müssen. Und ein bisschen Geschwindigkeit wäre auch irgendwie ganz nett. Da kommt schon die nächste Schicht. Ihr seht im Hintergrund dieses graue... wandelt sich in Mintfarben um. Ich komme, ich bin ja da. Oh, da kommen die ersten kleinen Viecher. Die sind echt stressig. Wir haben zum Glück Elektroschock. Habe ich jetzt auch schon aktiviert. Oh. Guck mal, kein Schaden genommen. Das war sehr nice. Ich würde gerne mal wissen, was bestimmt, wann ich die nächste Angriffswelle kommt. Wie viel Steine ich abbaue. Oder welche Faktoren da zum Tragen kommen. So, den holen wir später. Das ist natürlich sehr nice. Ah, 5 Stück können wir jetzt tragen. Gut, müssen wir uns merken. Sollte man die Drehgeschwindigkeit von dem Geschütz nochmal erhöhen, damit wir da schneller hin und her schalten können. Einen noch, dann könnten wir den Laser auf 12 bringen. Der würde uns natürlich auch viel helfen, ne? Drehgeschwindigkeit ist aber auch wichtig. Ne, wir machen die Drehgeschwindigkeit zuerst.
Was nützt der Starklaser, wenn wir den nicht schnell genug an die Angreifer ranbekommen? Auf der Seite waren wir noch gar nicht. Ach. Ja. Nice. Hat's gelangt? Nur ein bisschen was haben wir verloren. Passt schon. Oh, schön. So, 5 ist kein Thema. Müssen auch den Mittelgang ein bisschen breiter machen. So, ich hole mal gerade den Kram, damit wir die Zeit nutzen können noch. So, die bringen wir jetzt mal nach oben. Wir hoffen, dass hier rechts noch was zu finden ist. Okay, Wasser ist nicht so wichtig. Das ist wichtiger. Ah, shit. Fluggeschwindigkeit erhöhen. Wichtig. Und richtig. Hey! Kampf. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ich bin zu langsam. Nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, links. Okay, wir müssen auf jeden Fall reparieren, sonst ist hier gleich Feierabend. Dann ist das ein kurzes angezockt. Verbessern. Ja, passt. Oder noch einen? Weiß ich nicht. 11 Stück haben wir. Hm. Geschwindigkeit wäre eine gute Nummer, ne? Ja, machen wir. Ne, ist Tragkapazität, das ist Geschwindigkeit. Maximalgeschwindigkeit 18. Das nutzen wir. Haben wir noch irgendwas um die. Das ist Schildladegeschwindigkeit. Ich hole mal den Rest da raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir gerade waren. Wo waren wir denn gerade? Waren wir hier rechts? Oh, ein Samen, das ist gut. Er hat Samen gesagt. Den kriegen wir auch mit hoch. Dieser Samen wickelt dich frei. Reißt der ab? Der reißt ab. Diesen Samen kann man pflanzen und der bringt uns praktisch wie diese Wasserspender, der unten in der Kuppel ist, auf Dauer ein Kobalt. Den werde ich mir mal holen, damit wir den pflanzen können. So, komm mit. So. Den müssen wir oben absetzen. Setzen wir hier hin, würde ich sagen, oder? Ach, wir machen hier noch ein bisschen frei. So, da kann er eingepflanzt werden. Glück gehabt. Wenn wir schon mal auf der Seite sind, Elektroschock an und Feuer. Das war ziemlich souverän, finde ich. So, ich würde sagen, da ich das ein bisschen unterteilen möchte, damit ihr ein bisschen mehr von dem Spiel seht, machen wir jetzt einfach mal Pause. Ihr habt das Grundprinzip verstanden, denke ich.
Es wird so ein Mini-Let's Play. Ich würde es von angezockt, also je nachdem. Vielleicht gibt es auch noch ein angezockt, je nachdem, wie viele Folgen wir schaffen mit dieser Runde. Man kann jederzeit speichern und ein andermal weitermachen. Ihr habt jetzt das Grundprinzip verstanden. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge und dann gucken wir mal, wie lange wir den Dom noch beschützen können. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht kanntet bis dato, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.